Eine Stunde vor der Trauung regnet es noch, doch kaum erreicht die Braut die St. Coleman-Kirche in Schwangau, reißt der Himmel auf und rückt sie ins schönste Licht. Pure Überwältigung ist auf dem Gesicht von Prinz Philipp von Thurn und Taxis zu sehen. Er hat seiner Alessandra einen Tag zuvor standesamtlich das Jawort gegeben und nun folgt die kirchliche Hochzeit. Das Brautkleid aus einer Münchner Boutique hat der 44-Jährige vorher natürlich nicht gesehen und ist sichtlich hingerissen. So sehr, dass sogar ein kleines Tränchen fließt. Im exklusiven Interview verrät uns Prinz Philipp, was ihn in diesem Moment durch den Kopf geschossen ist. Da wird man ziemlich gedankenlos, muss man ganz ehrlich sagen. Da bleibt einem erstmal der Atem stehen und dann wird irgendwann kehrt mal so ein bisschen Ruhe ein. Und dann ist es einfach nur noch schön, traumhaft. Auf Alessandras Kopf funkelt die Lorbeerblatt-Tiara aus dem Hause Thurn und Taxis, eine Leihgabe. In Glorias Abwesenheit eine schöne Geste an den Sohn eines Cousins ihres verstorbenen Mannes, des Fürsten Johannes. Und wie ging es der Braut? Also ich habe mich auf meinen wunderschönen Mann gefreut und war natürlich unter Hochspannung. Aber das hat man mir auch ein bisschen angemerkt, glaube ich. Gemeinsam betritt das Paar anschließend die Kirche, in der schon seine Gäste warten. Unter ihnen sind Albert Fürst von Thurn und Taxis und seine Schwester Maria Theresia mit Ehemann Hugo Wilson. Der Ringtausch berührt so sehr, dass unter den Gästen die ein oder andere Träne vergossen wird. Abgeschlossen wird dies durch die Erheiterung, als die 35-Jährige ihrem Liebsten den Ring überstreifen will. Mit ein wenig Nachdruck ist das geschafft. Anschließend fährt das Paar in einem Sechsspänner zum feierlichen Empfang in einem Hotel direkt am Alpsee. Eine wunderschöne Kulisse, die nur noch durch die Liebe des Brautpaares überstrahlt wird. Rund 200 Gäste aus den deutschen Adelshäusern, der Wirtschaft und Gesellschaft feiern Philipp und seine Alessandra, die mit dem Jawort zu einer Prinzessin von Thurn und Taxis geworden ist. Aber das Wichtigste ist jetzt, dass sie einander haben und in ein gemeinsames Leben als Ehemann und Ehefrau starten.